Max, auf jeden Fall, ich bin gespannt. Oh. Das klappt doch nicht, oder? Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und wir sind heute mal wieder mit Marvin am Start. Was geht, Freunde? Alle Hashtag Team Burger Pommes in die Kommentare. Genau, Leute, wir testen heute 100 Mythen, ob sie in Wirklichkeit funktionieren, Marvin. Und ich würde sagen, der erste Mythos ist, dass die Paulberger Limo-Dose stabiler ist als eine Prime-Dose und eine Red Bull-Dose, wenn man sie runterwirft. Leute, das testen wir. Let's go. Ey, Marvin, hier haben wir richtig dick aufgebaut. Alter. Aber wir testen heute nur die Dosen, nicht die Flaschen, ne? Oh, richtig viel Prime, ey. Alter. So, Marvin, einmal hier das Prime ab 18 mitgekauft. Was denkst du, welche Farbe ist am stabilsten? Blau. Und dann nehmen wir nochmal einen Red Bull hier. So, Marvin, und Gönnergy, dann nehmen wir Lass mal den roten, ne? Ja. So, Leute, wir sind jetzt hier oben angekommen und gebt euch mal einfach. Wir sind hier richtig weit oben. Wir haben hier den Gönnergy Prime, Paulberger Limo und einen Red Bull. Und hier werden wir die Sachen gleich runterkloppen. Ey, es wird so krass. Ich hab jetzt richtig Bock. Aber erstmal gucken, wo Lukas denn ist. Ne? Aber weißt du, Marvin, ey, lass uns schon mal erstmal den Gönnergy droppen. Ja, drop den mal. Okay, ja, mach mal. Let's go einmal, ne? Und. Wow! Richtig zerfetzt. Welchen sollen wir als nächstes runterkloppen? Mach mal den Red Bull. Der Gönnergy ist zerfetzt, hast du ja gesehen. Ja, der ist komplett kaputt, gell? Der war nicht gut. So, jetzt schauen wir mal, wie Red Bull aushält. Mythos, Leute, Paulberger Limo hält am krassesten, wie gesagt. Boah! Alter, die ist explodiert, ne? Ja, voll krass. Ja. Ich muss mal sagen, Prime oder Paulberger Limo? Erstmal den Prime, oder? Erstmal Prime, ne? Ja, let's go. So, ich würde sagen, einmal den Prime testen wir mal. Da kommt auch gerade ein Zuschauer. Richtig geil. Leute, wir schauen mal, ob der Prime aushält. Let's go, Lukas. Was denkst du? Ja, ja, der wird aushalten. Und, wow, oh mein Gott. Oh, der ist anders kaputt gegangen. Geisteskrank. Ich erwarte jetzt ganz viel von der Paulberger Limo gleich, ne? Ja. Du, dass sie am besten aushält. Kommt jetzt der finale Test, Leute. Hält die Paulberger Limo das aus? Ey, ich würde sie so gern trinken. Zum Glück habe ich eine ganze Palette noch. Max, auf jeden Fall, ich bin gespannt. Aber du bist so oder so Sieger der Herzen. Oh. Alter, die hat mit Abstand am besten gehalten, Leute. Leute, die hat übelst überlebt. Ihr seht die? Ja, ja. Die Prime ist in der Mitte durch und die Paulberger Limo ist noch ganz. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir kommen zum nächsten Mythos. Leute, wir haben natürlich jetzt auch alles weggeräumt und jetzt fahren wir weiter. Und zwar ist das dieser richtig krasse Feuerzauberstab. Ihr seht mal eingeblendet, wie der funktioniert. Da kommen hier so richtig fette Feuerbälle angeblich raus. Aber bevor wir dazu kommen, vergesst nicht den 2024 Burger Pommes Silvester Merch, Leute. Der kommt am 29.12. 18 Uhr auf lukasbs.de. Limitiert auf 1000 Stück. Gönnt ihn euch, bevor er ausverkauft ist. Wie gesagt, ne, wir hatten einen richtig geilen Jahreskalender mit den ganzen Seiten. Marvin, Leontin und ich sind natürlich auf jeder Seite drauf. Ihr wisst es. Ich würde sagen, ihr seht jetzt hier den Zauberstab. Und ich würde sagen, Leute, ihr seht, wir schalten jetzt mal auf On. So, und was man jetzt machen muss, das habe ich schon gemacht. Man muss hier so Papier vorne reinlegen. So ganz bestimmtes Papier, das muss man vorher trocknen. Das habe ich nämlich beim letzten Mal falsch gemacht. Warte, geh mal ein bisschen hinter mich lieber. Nach hinten? Okay. Ja, ich weiß nicht. Wow! Alter! Also auf jeden Fall, es funktioniert so halb, würde ich sagen, Leute. Aber Mythos bestätigt insgesamt, der Harry Potter Zauberstab funktioniert wirklich. Let's go. So, Marvin, der nächste Mythos, nimm mal eins davon. Ja. Der ist eben, dass man einen Marvin damit absaugen kann. Lukas. Ja. Komm, wir müssen das ja erstmal, ich bin jetzt gespannt, ob das jetzt klappt. Warte. Also Spaß beiseite, Leute. Man soll damit wohl Wände hochklettern können, aber nicht diese Wände, Marvin. Welche denn? Sondern andere Wände. Ja, komm mal eben mit. Ja. Und zwar soll man damit eben Glaswände hochklettern können, wie diese hier zum Beispiel. Ich würde sagen, Marvin, du hältst mal die Kamera. Und du versuchst das, ne? Ja. Hält das Lukas? Komplett. Oh mein Gott. Ah nee, guck mal, hier geht das nicht, oder? Warte. Ja, Lukas, so wird das nix. Oh. Leute, ich würde sagen, wir müssen vielleicht mal einen Zuschauer finden. Vielleicht glaubst du, der kann das eben schaffen? Ja, ja, versuch mal. So, Leute, wir haben jetzt nochmal einen Zuschauer getroffen. Wie heißt du? Luca. Luca. Und Luca wiegt natürlich ein bisschen weniger als ich, ne? Ich habe ein bisschen zu viel Burger Pommes gegessen. Luca, vielleicht kriegst du das hin mit den Pömpeln. Versuch mal die Wand hochzuklettern. Geht das? Jetzt versuchst du, der Zuschauer ist. Nee, oder? Oh, nee. Nee, es geht nicht. Oha. Nee. Ganz ehrlich, Lukas. Die Chance ist auf jeden Fall fail. Ja, fail. Genau. Leute, nächster Mythos. Let's go. So, Marvin. Ja. Kennst du den Mythos, wenn man einen Spiegel zerstört, dass man 7 Jahre lang Pech haben soll? Ja. Ich würde sagen, wir machen Schere, Stein, Papier. Wer den Spiegel zerstören muss. Du hast sowieso mindestens schon 50 Jahre und du hast meine Playstation alle kaputt gemacht. Ja, Marvin, aber Playstation, da gibt's ja keinen Mythos, ne? Okay, Schere, Stein, Papier. Haha! Nein! Du hast 7 Jahre Pech. So, Lukas, klopf weg das Ding. Oh, du hast die kaputt gemacht. Alter, 7 Jahre Pech hast du jetzt. Oha, Lukas.
Ey, oh Leute, mein Gott. Ihr werdet es auf jeden Fall im Laufe des Videos sehen, ob ich jetzt mehr Pech habe oder nicht. Was denkt ihr? Schreibt es in die Kommentare. Der nächste Mythos ist übrigens, Leute, glaubt ihr, ihr könnt gleichzeitig liken und abonnieren. Jetzt gleichzeitig mal machen. Schreibt es in die Kommentare, ob ihr es hinbekommen habt. Ey, Marvin, wir haben jetzt auch nochmal Besuch bekommen. Ja. Und zwar, Leontin ist auch am Start. Was geht, Leontin? Ey, aber Leontin, lass mal jetzt so einen Mythos mal testen, ein paar Stück, okay? Okay. Und zwar der erste Mythos ist, Leontin, dass man mit der Zunge nicht seine eigene Nase berühren kann. Probier mal. Oh, Leontin schafft's schon mal nicht, Leute. Ihr seht's. Marvin, schaffst du's? Hä? Digga, Marvin, was ist mit deiner Zunge kaputt? Bruder, hä? Na gut, ne. Meine Zunge ist kaputt. Mach du mal? Ja. Warte, ich versuch nochmal. Jetzt mach mal. Alter, was hast du denn verrissen? Das ist ja richtig ekelig. Leontin, kannst mit Hilfsmittel, kannst mit Fingern ziehen. Oh, Leontin hat's geschafft. Mythos nicht bestätigt. Das ist möglich, Leute. Also, der nächste Mythos. Ich würde sagen, wir machen Schere, Stein, Papier, wer den austestet, ne? Ja, okay. Und zwar, Leute, ich habe hier schon einen ganz besonderen Regenschirm. Halt mal fest, ich mache erstmal den Regenschirm auf. Ja, okay, musst du vorsichtig machen. Der explodiert, okay? Oh! Ey, nicht drauftreten. Das ist der Paulberger Regenschirm. Ja. Der Mythos ist, dass man mit einem Regenschirm einen Fallschirm ersetzen kann. Das heißt, derjenige, der jetzt verliert, muss hier von der Rüstung runterspringen mit dem Regenschirm. Ja. Und wir werden testen, ob das als Fallschirm funktioniert. Der Verlierer muss dann einmal runterspringen, ne? Genau. Okay. Schere, Stein, Papier. Nein! Nee. Brunnen gibt's erstmal gar nicht und trotzdem gewonnen. Hä, wieso gibt's keinen Brunnen? Oder wo gibt's denn Brunnen, bitte? Es gibt hä, ob's keinen Brunnen gibt. Digga, Leute, schreibt mal, ob ihr das erlauben würdet oder nicht, Brunnen. Und ich würde sagen, Marvin... Oh mein Gott. Ja, ich spring da runter. Kann einmal runterspringen? Nee, das ist zu gefährlich, glaube ich, für dich. Also Marvin, ich würde sagen, einmal rüber mit dir. Leute, das ist schon sehr tief, das sind mehrere Meter. Also Marvin, du darfst selbst entscheiden, von welcher Höhe, ja? Hä, hey, warst du von hier? Ja, ja, ich fliege jetzt. Bist du dir 100% sicher, ja, ja. Marvin? 3, 2, 1... Wow! Alter! Oh mein Gott! Ey, Marvin! Das war ultra hat es geholfen? Hat der Schirm geholfen, ja oder nein? Nee, ich glaube nicht so ganz. Nee, ne? Leute, ich würde sagen, Mythos also nicht bestätigt, es geht nicht. Ja. Leute, nächster Mythos. So, Lukas, erklär jetzt mal den nächsten Mythos, ne? Leute, der nächste Mythos, warte, ihr seht schon, Leute, das Glas ist übertrieben randvoll. Und das muss auch so sein für den nächsten Mythos. Den könnt ihr auch alle zu Hause nachtesten. Und zwar, Leontin, du musst jetzt ganz vorsichtig, du musst das so spannen und drüberlegen, mittig, ja? Genau, rüber. Genau, und jetzt nimmst du das Glas unten und drehst es um, aber über der Spüle, ne? Okay, ich bin gespannt, Leute, was meine, klappt's ja oder nein? Nee, umdrehen. Einmal nur umdrehen. Und, oh mein Gott, es hat funktioniert! Das Wasser läuft nicht raus. Wasser läuft nicht raus. Ich würde sagen, Leontin, du kannst jetzt unten deinen Finger reinstecken einmal. Oh, du eh! Auf jeden Fall. Ey, Alter, mach das doch nicht an mir ab, ey! Ih, Digga, ah! Leute, Mythos... Ey, ich hab gar nichts gemacht, warum machst du mich jetzt nass, hallo? Ey, ich hab noch nichts damit zu tun. Mythos ist auf jeden Fall bestätigt. Let's go zum nächsten. Und der nächste Mythos ist, den haben wir auch gerade gemacht, wenn Lukas misst, mache ich es mit, aber wo ich nichts gemacht habe. Ja, das stimmt. Mythos bestätigt. Ja. So, Leute, Lukas? Ja? Wir holen mal eben was. Ja. Wir sehen uns gleich wieder. Ey, kannst du auch Wasserkocher mit Prinz Jorge gerade hier einen Tee aufgießen? Ja, machen wir. Okay, wow, danke, ne? Kein Problem. Schau mal. Ey, Junge, was machst du da? Das ist mein Tee. Das ist der nächste Mythos, ob der Speck fliegt. Hä, warte mal, wie? Ey, Bro. Pass auf, cool, das muss ja gleich fliegen. Wenn Bro, kannst du es bitte ausmachen? Wenn das gleich fliegt das gleich? Ey, das ist gerade ganz fliegt gefährlich. Das gleich? Das muss jetzt fliegen. Das stinkt total, Marvin. Nee, ist nicht geflogen. Hä, das fliegt ja gar nicht. Mythos hat nicht geklappt. So, Leute, jetzt probiere ich das Ganze nochmal mit einem anderen Teebeutel. Ich habe den jetzt mal hier richtig aufgemacht. Du musst den, glaub, mach den mal, wir machen zwei. Den einen machst du so, den anderen so machst du da. Darf ich einen machen? Nein, du bist ein Junior, als würde, dass der fliegen kann, weißt du, so mäßig. So, stell den mal hin. Genau, zünd den mal von unten nach oben an. Der muss stehen. Im Stehen musst du den anzünden. Oh, jetzt hast du den auch mit angekokelt. Oh, Lukas. Oh. Sei doch kein Angsthase. Echt? Oh, er fliegt! Alter, oh mein Gott. Er fliegt! Ich würde sagen, das hat funktioniert. Ja, der kann fliegen. Mach nochmal. Mythos bestätigt. Ja, der Teebeutel fliegt. Also Jungs, der nächste Mythos. Ihr habt mich ja eben vorhin fett geprankt mit dem Teebeutel. Ja. Und zwar, Leontin, da darfst du leider auch nicht mitmachen, weil dieser Kuli ist ab 18. Weißt du warum? Wenn man den drückt, kriegt man einen ultra heftigen Stromschlag. Ey, du kriegst ja schon richtig einen Schnurrbart.
Guck mal. Alter, stimmt. Leute, das ist ein Stromschock-Kuli. Und zwar, ich zeige euch mal kurz, wie der aussieht. Die Verpackung. Das ist aber unfair. Nein, der ist ab 18. So sieht die Verpackung aus. Electric Shocking Pen. Und hier steht auch noch so, Leute, not a real pen, but it will shock. Ich hab Angst. Und Leute, der ist wirklich ab 18. Dann kann man nur kaufen ab 18 auf Amazon. Marvel, wir machen das beide einmal. Ja. Und auf jeden Fall ist eben der Mythos, dass man es nicht schafft, einen elektrischen Stromschlag zu bekommen, ohne darauf zu reagieren. Das heißt, ohne so, ah, oder dass man so macht. Ey, ich hab keinen Bock, ey. Ja. Alter! Du hast gar nicht gedrückt, das habe ich gesehen, Marvin. Doch, doch, ich habe wirklich gedrückt. Nein. 100%. Du hast nicht gedrückt. Wollen wir eine Wette machen, dass ich da drauf gedrückt habe? Ja, okay, Marvin. Alles klar. So, jetzt bin ich dran. Und, ja. Und zwar, Leute, es gibt noch einen Mythos, dass Strom leitet. Aua, Alter, du hast es mir mitten in die Hand gemacht. Das leitet und nicht. Ich hab mich erschreckt. Okay, ich würde sagen, Mythos ist bestätigt, es ist nicht möglich, darauf nicht zu reagieren. Ja. Lukas? Ja, kannst reinkommen. Hey, was machst du denn? Hey, was machst du denn da in der Badewanne? Ey, Alter, ich werde gleich einen richtig fetten Mythos auspacken, Marvin. Was denn? Ich würde auch sagen, ey, lass mal um 500 Euro wetten. Ja. Dass ich es schaffe, unter Wasser Cola und Paulberger Limo zu trinken. Unter Wasser. Niemals, Digga, das schaffst du nicht. Schade, nicht, sagst du? Nein, auf keinen Fall. Ich würde sagen, jetzt zeige ich dir mal hier den Mythos, ne? Ja. Wir fangen jetzt mal hier mit der Cola an. So, weil ich werde das auch unter Wasser eben filmen. So, Lukas, jetzt zeige ich dir mal Mythos. Meinst du, wenn man diese Rolle Toilettenpapier nimmt und die da reinfallen lässt, dass man sie noch benutzen kann? Nee, kann man nicht benutzen. Meinst du? Ja. Sollen wir es testen? Nee. Okay. Ey, Marvin! Digga, hallo! Kann man die jetzt noch benutzen? Leute? Was soll ich jetzt machen mit dem Toilettenpapier? Schreibt es in die Kommentare, Lukas, du benutzt es jetzt auch noch gleich, ne? Marvin. Also den Mythos müsst ihr jetzt klären. Ich habe jetzt hier einmal die GoPro, ne? Ja. Ihr werdet es dann auch natürlich unter Wasser perfekt sehen. Ich werde mich jetzt hier so quasi so reinlegen, unter Wasser, ja? Ja. Und dann werde ich die Cola wegfetzen, ne? Ja. Aber Leute, es geht los. Lukas trinkt Cola. Das kann doch nicht klappen. Das klappt doch nicht, oder? Hä? Alter, du hast Cola getrunken unter Wasser! Alter! Geisteskrank! Ja. Aber jetzt trinkt man noch eine Paulberger unter Wasser. Oh mein Gott! Geisteskrank! Boah, richtig geil, Bubblegum unter Wasser. Ja. Und Leute, hier ist nur Paulberger Limo. Ihr seht, das ist die Farbe von Paulberger Limo. Oh, du fällst ja richtig weg. Hey, was machst du denn da? Ey Jungs, der nächste Mythos ist mit einem Luftballon. Und zwar, Leontin, du weißt ja, wenn man eine Nadel reinsteckt, dann platzt der. Ja. Weißt du, dass wieder nicht platzt, wenn man eine Nadel reinsteckt? Nee. Weißt du nicht? Warum? Also, Leontin, ich zeig dir das jetzt mal. Was hast du mir da reingetan, du Opa? Also, Leontin, eine Zutat braucht man nämlich noch. Und zwar braucht man einfach mal Für was denn Öl? Ja. Pass jetzt mal auf, Leontin. Ich zeig dir das jetzt mal. Wir legen jetzt hier den Ballon hin. So, Achtung, Marvin. Und zwar. So, genau. Kannst du mal so ein bisschen, dass es ein bisschen runterläuft, weißt du? So, zack. Und jetzt verreiben wir noch mal ein bisschen das Öl. Ich nehme mir mal eine Nadel und dann zeige ich euch das Ganze. Du kannst richtig filmen. Ja. Oh, oh, Sicherheitsabstand. Leontin, geh lieber weg. Nee, komm mal ganz nah ran, damit man das auch sieht, dass ich das hier auch wirklich reinstecke. Oh! Oh! Der ist zerplatzt, Leute. Wir machen nochmal einen weiteren Versuch. So, Lukas, Versuch Nummer 2. Ja, hier ist der Ölballon. Der nächste, ja, Versuch. Also ihr seht schon, der Ballon ist eingeölt. Ich würde sagen... Oh. Okay, Mythos funktioniert nicht. So, Lukas, ich habe einen viel besseren Mythos. Hä? Was ist das denn? Dieser Ballon wird nicht platzen. Dein Ding hat er nicht... Das ist so ein Ballon, da hast du so ein Klebeband gemacht, ne? Wollen wir eine Wette machen? Ja, okay. Wir machen das so, wenn der jetzt knallen sollte, dann kannst du meine Playstation irgendwo runterschmeißen. Okay. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1, go. LOL, der knallt nicht. Alter. Guck mal. Oh mein Gott. Alter, Junge. Ey, Marvin, geisteskrank, Digga. Oh mein Gott. Ey, Marvin, du bist der Krasseste, ich sag ehrlich. Oh mein Gott. LOL. Siehst du, ist nicht geplatzt. Alter. Ja. Ey, Leute, lasst mal ein Like für diesen kranken Mythos von Marvin, Alter. Richtig heftig. Ey, Leontin, Marvin ist ja gerade hier auf Klo. Marvin? Und wir pranken den jetzt. Nee. Shh. Ey, Marvin. Musst du gerade dein Geschäft erledigen? Ich bin am Kack, was ist denn? Ja, okay, alles gut. So, Leontin, guck mal, hast du zugeschlossen? Der Mythos ist, dass wir mit dieser Karte das Schloss knacken können. Was? Ja, warte, ich zeig's dir. Ey, Leute, ich hab's jetzt hier so 30 Sekunden gemacht, circa.
Warte. Oh mein oh. Gott, es hat geklappt! Mama! Ey Marvin, Mann. Im nächsten Mythos habe ich das Schloss mit einer Karte geknallt. Hier, da habe ich mich mein Popo abgewischt mit. Digga, nimm selbst, Alter. So, Lukas. Ja? Was, du hast gesagt, du lädst jetzt mein Handy, mein Akku ist fast leer. Ja. Was machst du denn jetzt? Der nächste Mythos ist nämlich, dass man das Handy mit einer Kartoffel laden kann. Ja, genau. Du sollst mein Handy laden und nicht so Mist machen. Ja, nee, komm mal her. Leute, achtet jetzt mal hier genau auf den Akkustand. Wir haben jetzt hier 19%. Und wenn ich jetzt hier das reinmache in die Kartoffel, dann wird das Handy laden. Ja, ich glaube, da oben ist eine Kartoffel bei dir drin. Achtung. Ja. Ja. Lädt. Ja, super, lädt. Ja, Leute, ja. Dieser Mythos ist leider fehlgeschlagen. Ja, sehr schlau, Lukas. Das Handy lädt nicht mit der Kartoffel. Ja, toll. So, ey Marvin. Ja. Was geht? Denn ich bin am Zocken. Ey, wie findest du meine neue Uhr, Marvin? Die ist noch ein bisschen zu groß, aber wie findest du die? Ist ganz okay, aber ich will jetzt erstmal spielen. Was willst du denn von mir? Hast du deine Hausaufgaben hier gemacht? Ja, liegen lassen, ne? Jungs, Vorsicht. Ich will nur schauen. Ja. Ey, Alter, hast du echt gut gemacht, Marvin, deine Hausaufgaben, das, ne? Das sind die Sachen, die wir aufhaben. Ich hab die jetzt gerade schon gemacht, aber ich hab die ganz noch nicht so ganz fertig. Ja. Ey, Marvin, ich muss auch echt sagen, meine Uhr, Leute, ne, die ist echt heftig. Ey, Marvin, die sieht richtig cool aus. Was machst du da? Hä? Ja, was hältst du davon, Marvin? Du verbrennst meine Hausaufgaben. Hallo, spinnt ihr beide irgendwie oder so? Oh! Alter! Was ist das denn? Brennt es oder was? Ja. So, Jungs. Ja? Der nächste Mythos. Wir haben alle ein Blatt Papier hier. Wenn man das Blatt Papier in der Mitte faltet, dann ist der Mythos, es geht nicht öfter als 7 Mal. Es ist unmöglich öfter als 7 Mal. Wenn man das 42 Mal schaffen würde, würde das Papier bis zum Mond hochgehen. Nee, es geht nicht. Also ich teste es jetzt. So, einmal. So, Leute, ich würde sagen, wir testen das jetzt einfach mal hier alle drei. Einmal. So, einmal. Zwei. Ey, das ist safe Platz 7, oder? Zwei. Vier. Drei. Sechs. Vier. So, ey, ich schaff das safe. 6 in der Mitte, Leontin. Und 7. Oh. Das geht nicht öfter. Das geht wirklich nicht öfter. Doch, ich schaff das. 6 kommt noch einmal, Leute. Und jetzt kommt Nummer 7. Unmöglich. Hä? Das geht wirklich nicht, Leute. Nee. Unmöglich, Digga. Probiert's auf jeden Fall aus. Nächster Mythos. So, Leute. Der nächste Mythos ist einfach mal ein... Zeig mal. ...Mittelalter-Telefon. Und zwar, ihr seht schon, ich habe hier einmal so ein Ding mit so einer Schnur und Marvin auch. Leute, der Mythos ist, dass wir uns darüber wie ein Telefon verständigen können. Ja, warte gleich erst, Leontin. Wir müssen das erstmal hier spannen. So, Marvin, bist du bereit? So, Leontin, jetzt mach mal da dein Ohr dran. Mama, Tür zu. Mach mal die Tür zu hier. Hast du was? Nein. Warte, ich teste auch mal. Sag mal was, Marvin. Hallo, Burger Pommes. Funktioniert nicht, ne? Leute, Mythos ist falsch. Das funktioniert nicht tatsächlich. Und ja, weiter geht's. Leute, der nächste Mythos ist, wir pranken ein bisschen Leontin, ne? Ja, Leute, schau mal. Ja. Hey, und ich würde sagen, Marvin. Ey, seid mal leise. Ja, leise. Wir stören mal Leontin nicht so beim Zocken, ne? Ja. Wir haben ja Pupsspray. Und der Mythos ist, dass man einen Pups einfangen kann in so einer Tüte, wenn man es schnell zumacht. Ja. Kann man den bis zu einem Jahr in dieser Tüte drin lassen. Ja. Und dann jederzeit freilassen. Ja. Wie zu Hause. Boah, Alter. Ey, das ist viel zu viel. Okay, Leute, wir haben jetzt hier den Pups eingefangen. Was macht ihr denn da? Nichts, Leontin. Zeig mal, was spielst du da gerade? Ey, ich habe eine neue Duftprobe. Ich bringe eigenes Parfum raus. Da kann man sich ja geil einspielen. Ja! Ich wollte mal gucken, wie du es findest, ne? Hä, was ist denn? Bring das Parfüm nicht raus! Ey, warum nicht? Das ist ja ekelhaft! Wie riecht das? Das riecht ja nach Furzspray! Ach, so ist es ja auch! Ey! Oh, Leute, Alter! Ja, okay, nächster Mythos. So, Leute, der nächste Mythos ist unfassbar. Wenn man etwas Scharfes isst, soll Zahnpasta am allerbesten gegen die Schärfe helfen. Nee, ich wirklich. Ich würde sagen, wir machen den Test, Marvin. Ey, wir haben einmal hier den Hot Chip, Leute. Der ist jetzt in Deutschland übrigens streng verboten. Den darf man nicht mal hier kaufen. Ja. Und ich würde sagen, den öffne ich jetzt einfach mal hier. So, Leute, jetzt haben wir den Hot Chip am Start. Und wie gesagt, Leute, geisteskrank, Mann. Schere, Stein, Papier. Digga, es gibt keinen Brunnen, Marvin. Reingeguckt. Es gibt keinen Brunnen. Doch, Brunnen. Also, ich habe gewonnen, Leute. Das bedeutet, Marvin, du musst auf jeden Fall jetzt ein Hotchip essen. Hä, nein. Was denn? Nee, also warte mal, so machen wir nicht. Denn lass es Ermann, isst ihn keiner, weil ist ja auch verboten. Weil Brunnen ist reingefallen eigentlich. Ey, es gibt keinen Brunnen bei Schere, Stein, Papier. Doch, natürlich.
da der Hot Chip ja wirklich aktuell in Deutschland verboten ist, essen wir den natürlich nicht mehr. Aber ich würde sagen, Marvin, wir müssen beide die Chili essen, ne? Ja. So, okay. Ich würde sagen, Marvin, ja, wir nehmen jetzt ja beide eine Chili, haben wir gesagt. Was ist denn jetzt schon wieder? Darf ich den essen? Nein. Nein, Leontin, du bist doch 8. Das geht nicht. Okay, Marvin, wir stecken die komplett rein, würde ich sagen. Steck sie rein. 3, 2, 1. Steck rein. Ey! Warte mal. Oh, der letzte ist so scharf. Ey, Marvin, bleib doch beim Pussy. Ich schaff nicht so viel, warte mal. Ey! Ich war dran, kein Tabel auf. Ich muss mit Zahnpasta. Was? Zahnpasta. Mach auf. Das ist der Content, den wir sehen wollen. Oh, Lukas, ey. Oh, ich glaube, das hilft nicht, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist scharf. Hey, Leute. Und hat Zahnpasta geholfen? Ey, bei mir geht's total. Hilft. Gar nicht geholfen. Bei mir geht's, hilft total. Mir geht's viel besser. Du stirbst, ne? Ja. Ah, wie du kannst, Mann. Mythos nicht richtig. Leute, der letzte Mythos. Und zwar, man kann eine Cola-Rakete bauen, die 200 Meter in die Luft fliegt, Leute. 200 km/h, Lukas. Und 200 km/h. Leute, wir haben schon natürlich die Schutzbrille am Start. Ja. Okay, Marvin, du bist Experte, ne? Ja, ja. Du kannst die Cola-Rakete bauen, ne? Und zwar, Leute, wenn man das hier mit so einem Ding hier befüllt, ganz wichtig, Leute, also bitte nicht nachmachen sowas, ja? So, und zwar wird hier einmal eben die Cola-Flasche mit dem Gas befüllt. Was passiert dann gleich, Marvin? Oh, das wird echt kalt, sag ich dir. So, Leute, natürlich müssen wir das Ganze mit Schutzhandschuhen auch machen. Wir haben also natürlich an die vorgeschriebene Schutzkleidung gedacht. Alter! Junge, das qualmt ja richtig hier, willst du? Leute, und dann wird die Cola-Rakete... Wir haben übrigens auch ein Sicherheitsteam hier, ne? Ganz wichtig. Ja, Leute. Alles dabei. Wir sind natürlich Experten, ja. So, Leute. So, Lukas. Wir gucken mal die erste und... Wow! Digga, wie ist die denn abgehauen? Komm, wir machen nochmal, ne? Okay, Leute, Versuch Nummer 2. Alter! Leute, macht das auf keinen Fall nach. Das ist schon gefährlich. Wir achten hier natürlich auch drauf, dass alles sicher ist. Also nicht nachmachen. Okay, Leute, hier wird die Cola-Flasche befüllt. Ich weiß auch gar nicht, warum die jetzt eigentlich nicht schon abhaut. Oh! Digga! Das Ding ist einfach umgefallen. No. Junge ist knapp gegangen. Leute, einmal die kleine Cola noch, testen wir. Klein, aber fein. Oh, oh. Ja, Leute, ich würde sagen, Mythos bestätigt, Marvin. Ja. Sprengmeister Marvin hat alles gegeben, Leute. Lasst einen fetten Like da. Bis dann, ciao, ciao.